Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Escape Plan. Fangen wir gleich mal an mit diesem verheißungsvollen, glücklich aussehenden, guck doch mal, wie sie strahlen, Schäfchen. Ich habe so die Befürchtung, dass die nicht lange überleben werden. Also alle Tiermitglieder und Peter-Angehörige bitte jetzt die nächsten Sekunden wegschauen oder überspringen, denn ich werde jetzt einfach so mir nichts, dir nichts, dieses Schäfchen mitten in den Tod reißen. So, gut, dann wären wir schon mal gestorben am Anfang der Folge, damit habe ich mein Tagessoll erfüllt. Hoffe, ich sterbe nicht nochmal, wird aber bestimmt passieren bei meinen hervorragenden Künsten in diesem Spiel. Ich merke ja immer wieder, wie sehr das. Wie sehr doch dieses Spiel bei mir. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich sagen wollte. So verplant bin ich gerade. Okay, ich dachte, ich kann die Schäfchen vielleicht irgendwie als Polster oder so nutzen und einfach mal auf die draufspringen und zerquetschen. Hab ich wohl jetzt falsch gedacht. Da unten haben wir Helium für unseren kleinen aufblasbaren Freund. Nur der ist hier noch nicht. Schade. Aber wie bekommen wir denn jetzt hier die Schäfchen dazu irgendwie was zu machen oder? Ich bin zu doof. Mal wieder. Ich habe ja letzte Folge einen schönen Kommentar bekommen, der nochmal meine Doofheit bestätigt hat. Nochmal danke dafür an dieser Stelle. Es ist zumindest ehrlich und dafür bin ich dankbar. Ehrlichkeit ist nämlich etwas, was heutzutage sehr selten geworden ist, merke ich. Und deswegen muss man eigentlich schon bei jedem kleinsten Anzeichen von Ehrlichkeit dankbar sein. Ich finde sowieso, Ehrlichkeit ist etwas sehr Wichtiges und ja, ich wirke bestimmt auch sehr ernst und glaubwürdig bei dieser Musik im Hintergrund. Was grinst du denn eigentlich so? Mach ich auch mal immer so, wenn ich von der Schule komme, mich ins Bett setze, erstmal und dann mache ich auch noch ihn hier. Boing. Ja, was? Ich kann mit dem Touchpad nicht wirklich was machen. Oh nein. Nein. Okay, ihr habt hiermit die Erlaubnis zum Flamen. Es tut mir sowas von leid, dass ich echt jetzt so geistig debil war und das nicht mitbekommen habe. So, die Schäfchen laufen nach da. Carry the Sheeps. Und ich will das jetzt eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich der Plan, den ich vorhin hatte. Aber ich will das jetzt gar nicht. Und Mann, das ist doch jetzt einfach nur böse. Das ist doch jetzt einfach wirklich nur böse hier. Die leben noch. Ja, also, wenn so ein Fettwanz auf mich rauffällt, denke ich mir auch immer, hey, ja, kein Problem. Nochmal, oder, also, passiert doch mal. So, erstmal den Ventilator aus Prinzip drehen. Okay. Ah! Hehe. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Okay, schade. Ich kann den Vorgang hier etwas beschleunigen.
Na, komm her. Stirb. Und dieser Applaus so. Jetzt haben wir jetzt was richtig Großes gerissen, hat der Menschheit irgendwie Nutzen gebracht hat und der Welt an sich die Erleuchtung selbst gebracht hat. Doing. Na, nein. Nein. Oh, also, er hat auch mal einfach straight gesagt, Beine nicht trainieren. Okay. Gut. Herkommen. Sterben. Ab geht's. Los. Lemming-Style. Ich bin mit unserem korpulenten Freund schon 19 Mal gestorben. Sieht man erstmal hier oben. Da, wo bestimmt das Logo von uns davor steht. Deswegen seht ihr das bestimmt ganz gut. Und einmal auf dem formschönen Bauch von dem netten Herrn hier. Der sehr ästhetisch wirkt auf mich. Mhm. Oh, eine Thermoskanne. Cool. Mit der kann man interagieren. Los. Mach was Lustiges. Mach was Lustiges. Los. Geil. Nein, nein. Warte, ich guck mir erstmal an, was man hier. Das ist doch jetzt. Das meinen die doch jetzt bestimmt nicht ernst, oder? Oh Mann. Ah. Blöde Thermoskanne. Ah. Der kann auch gar nichts. Und dann, wenn ich mich da jetzt so krass durchrolle. Oder, okay. Oder so. Gut. Hihihi. Ich bin so überpro. Oh. Achtung, Appell. Oh nein. Oh nein. Das ist doch. Oh Gott. Das ist so. Warum? Gut, ich möchte mal festhalten, in der letzten Folge haben die Schießbefehle bekommen gegen uns. Und das, was denen so spontan random einfällt, ist so ein. Was auch immer das ist jetzt genau zu machen. Musical oder sowas in der Art. Oh Gott, Stromkugel, na das klingt doch gut. Ja, so gefällt mir das, genauso will ich das haben. Oh Gott. Oh, ich hätte es eigentlich wissen müssen. Na, Kollege? So, hau ab. Tschüss. Geh weg. Leute wie dich mögen wir hier nicht. Grandios. Einfach grandios. Ach. Eisluftballon. Höhö. Wie lustig. So. Wenn ich das jetzt hier mache. Oh Gott. Oh Gott. Muss ich schon wieder rumpinöbeln hier. Ey, hallo. Ich war doch schon drüber. Ach so. Ach Mann.
Und dieser hässliche Fratz da oben hat schon wieder so komisch, hässlich geguckt. Da kam er raus. Pump dich voll. Ey, geh mal ein bisschen pumpen, Alter. Pump dich mal Wurst auf. Was guckst denn du so? Hast noch nie einen kleinen Typen bisschen rumbouncen sehen? Bouncen war jetzt so das beste Wort, was mir eingefallen ist. Alles andere wäre irgendwie total spasmatisch gewesen wahrscheinlich. Und hätte bei den anderen mehr Fragezeichen aufgeworfen als Antworten, was sowieso wahrscheinlich das, den Großteil meiner Formulierungen und Ausdrücke betrifft. So, Kollege. So, bist du bereit? Flieg, 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 flieg. Doing, doing. Ich hätte pupsen sollen. So ein Furz kann manchmal echt helfen. Sonst könnte es sein, dass man doch irgendwie ins Platzen gerät. Und das will man ja nicht. Man will ja nicht platzen. Platzen ist ja etwas nicht gerade sehr Ästhetisches. Gut. Oh Gott. Steh auf. Los. Nein. Warum? Oh. Ich habe gesehen, da war noch einer. Das hätten wir sowieso wahrscheinlich eher weniger überlebt. Aber gut. Kümmern wir uns erstmal jetzt hier um den wieder. Ah, nein, nein, nein. In der. Schnell, schnell, schnell. Jawohl. Perfektes Timing nenne ich das. So muss das funktionieren. Und du läufst jetzt auch hier hin. Lauf hier hin, lauf hier hin. Hallo. Oh, okay, ich hätte ihn Räuber fallen lassen können. Gut. Okay. Ich hab's ja verstanden. Ihr mögt mich alle nicht. Doch, ihr mögt mich. Sonst würdet ihr jetzt wieder nicht gucken. Sei denn, ihr seid einfach so eine potenziellen Hater und Flamer, die einfach das gucken, um zu haten. Soll's ja geben. Los, lauf. Schnell, 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 schnell. Nein, 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 nein! Ich glaube, ich muss mich irgendwie da bis zum Ausgang pupsen, aber das ist, glaube ich, irgendwie leichter gesagt als getan. Warte mal, wenn ich nicht jetzt mich einfach mal wirklich versuche, dahin zu furzen. Doing. Nein, verdammt. Oh Gott. Immer diese Todesstacheln. Ich hasse diese Dinger. So, hierhin. Gott. Ja, freust dich? Ja, ich mich ja auch jetzt. So. Jetzt werde ich wahrscheinlich gleich zerquetscht davon. Doch nicht. Und los, los, geh, 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 geh. Nein, warum? Nein! Nein! Ich platz gleich selbst. Das Problem mit einem Level. Vom Pausemenü kannst du Level das überspringen. Ja. Gut. Ich glaube, das werde ich dann machen, damit wir nächste Folge in dem nächsten Level sind, weil ich das wahrscheinlich noch 10.000 Mal verkacken werde. Deshalb, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.